Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem checkt gerne auch meinen Twitch-Kanal aus. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute die Solo Hype Night streamen. Außerdem läuft gerade der Solo Summer Smash Cup. Dafür müsst ihr entweder auf Asien eure Server stellen oder auf Ozeanien. Also einfach in den Einstellungen die Spielersuchregion auf Asien oder Ozeanien stellen. Ich empfehle euch Asien. Da gehen auch noch Grüße raus. Ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber irgendeiner in den Kommentaren hat mich darauf hingewiesen, dass man es sowohl auf Ozeanien als auch auf Asien spielen kann. Ist auf jeden Fall ganz nice. Ich werde das nach dem Video spielen, dazu aber nicht streamen. Stream wird dann irgendwann später beginnen. Ich würde sagen, schauen uns jetzt allerdings erstmal den Item Shop an. Und heute haben wir zum einen die ganzen NFL-Skins und so im Shop. Und dann im normalen Shop haben wir heute neu den Risiko-Skin mit zwei Stilen. Und das bei einem grünen Skin. Einmal ohne Maske und mit Maske. Ist eigentlich ein ganz nicer Skin. Nicht der beste, aber ist definitiv ganz in Ordnung. Dann haben wir als nächstes den Totenschützer mit dem Standard- und ohne Kopfbedeckungsstil. Dazu die Spektralsense, die Welle des Todes. Dann haben wir als nächstes den Stechrochen-Skin, der gestern ja auch schon im Shop war. Dazu die Sea-Eagle-Spitzhacke. Als nächstes haben wir den Dynamo-Skin, ist bei sehr, sehr vielen Pros ziemlich beliebt, wird von sehr vielen gespielt. Das heißt, wenn ihr einen Skin haben wollt, der eher seltener gespielt wird, würde ich euch dem nicht empfehlen, aber trotzdem ist es natürlich ein ganz nicer Skin. Dann haben wir den Matchball-Skin, die beschlagene Hacke, den Schneetag-Emote, ist ja zu Weihnachten reingekommen. Und dann haben wir als nächstes Träumerfüße. Und als letztes noch Ruf zur Schlacht. Und dann haben wir natürlich noch alle NFL-Skins. Bei den Skins kann man hier alles einstellen. Also die ganzen Farben im Prinzip passen zu den Teams, die es gibt. Und natürlich auch noch die ganzen Nummern. Und dann kann man noch im Prinzip den Grundskin, einmal hier Blitz, dann Juke, Running Back und Interception und noch die männlichen Versionen Linebacker, Endzone, Spike und Defensive Tackle nehmen. Als nächstes haben wir noch die Pfeifenkriegerin, dann den Streifensoldat, das Footballtor und die Messhacke noch, dann den Touchdown-Tanz. Als nächstes den Touchdown-Gleiter. Nichts Besonderes eigentlich wirklich. Dann nichts da. Dann ein Free-Mix-Emote. Hat jetzt, glaube ich, zwar nichts genau mit den NFL-Skins zu tun. Trotzdem ist es jetzt im NFL-Shop. Dann ein Timeout. Und der goldene Football als Spitzhacke. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.